Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubana, wir spielen mit anderen zusammen. Einer der Gründe, warum wir das tun, ist, ich habe den täglichen Auftrag alle zusammen. Also das heißt, Missionen zu spielen mit anderen zusammen. Tja, machen wir es halt, ne? Wieso habe ich eigentlich den Blutfinder AC? Naja, egal, ich weiß es nicht mehr. Ich mache jetzt mal zerstöre alle Lager. Ich glaube, ich habe den einfach mal. Ich wollte den mal wieder spielen, oder. Wobei ich den erst vor kurzem gespielt habe. Naja. Jetzt haben wir ihn. Kommt man damit zurecht. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Da können wir nebenbei ein bisschen Zeugs zusammenfarmen, was wir so finden. Ich mich recht im Sinne. Wenn es dann mal geladen hat. Was nur noch Stunden dauern kann. Jo, dann fehlt mir auf jeden Fall Metall. Hab ich nicht recht im Sinn. Entsonnen. Besonnen. Du bist erledigt, Lager. Das nächste sieht hart aus. Du schaffst das. So. Ja. Ach nee, das will ich jetzt nicht haben. Du hast noch 15 Minuten, um die Mission abzuschließen. Was doch prima viel Zeit ist. Vor allem, es sind ja schon mehrere Lager zerstört worden. Das heißt, dass ich komme deutlich später dazu. So, gibt es denn irgendwo ein Lager? Ach, da hinten. Da gehen wir doch mal. Nee, ich will jetzt keine Überlebenden retten. So, da hinten ist ein Lager, da wollen wir hin. Mach weiter so! Oh, ich komme zu spät. Unfassbar, ich komme zu spät. Nee, ich komme nicht zu spät. Ich hatte schon Angst, ich komme zu spät. Vier in Folge! Unglaublich! Sieh dich vor, Kommandant! Da kommt noch mehr! Mach das Lager platt! Welches Lager? Da. Fahr ich doch mal da. Ups. Dieses hier. Schalte es aus. Mach das Lager platt. Sturmfieslinge! Oh!
oh, 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 oh. Muss mal schnell noch einen Bär hier den machen. So. Aufgespürt, zerstört, unterjocht. Sehr schön. Hab eins. Überprüfe deine Karte. Jetzt machen wir erstmal die alle her. So, hab eins überprüfe deine Karte. Ja, dann rennen wir da mal hin. Und hoppla. Jetzt wird's ernst. Mach dich bereit. Habe ich mich jetzt verlaufen? Da, wo der Tote liegt. 10 Minuten. Zieh es durch. Hey, die haben wir gerade erst gebaut. Jawohl, ja. So. Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone geräumt. Wir haben das erste Superlager. Überprüfe deine Karte. Nebenbei mal ein bisschen Munition machen. Sieht nämlich fast so aus, als würde ich da demnächst out of ammo gehen. Nö. Ein bisschen Metall nebenbei machen, schadet auch nicht. Es ist ja noch keiner da. So, jetzt ist einer da.
Du bist auch weg. Sich natürlich. So. Ja, die nächste Runde wird nicht so einfach, wenn wir bloß zu zweit bleiben. Wo ist denn das nächste Lager? Schon was zu sehen? Nee. Ray hat auch noch nichts gesagt. Verteidigt gegen Hüllen. So. Bin mir sicher, wir haben noch ein paar Lager übrig. Ja. Ah, diese Richtung. Gut. On the way. Noch 5 Minuten. Ich gehe mal auf mein Board. Ups. Eng hier. Da wird das jetzt eng. Wow, fuck. Ah, es wird wirklich eng. So, komm, 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 komm. Auf, 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 auf. Super. Ja, und da hängen wir. Ich liebe es. Ja, das ist ein klassischer Aussteiger hier. Nichts geht mehr. Kann ich nicht. Ist das dein Ernst? Und... das halt so kurz vorm Ende, das ist irgendwie echt Mist. Da hinten wäre das letzte Lager gewesen und stattdessen hängen wir hier in der Schleife. Schade eigentlich.
Ja, also die angeblichen Performance-Updates in 5.4 und in dieser Version befinden wir uns auch, wenn dieses Video deutlich später erscheint und wir wahrscheinlich schon, wenn ihr das Video seht, in 5.5 sind. Die haben tatsächlich ein bisschen für Rückstand gesorgt. Also ich hänge seitdem öfter mal in Missionen fest, komme nicht mehr raus und jo. Ich möchte die Mission jetzt eigentlich auch nicht verlassen. Also lassen wir die Zeit ablaufen und ja. Tja, das war jetzt irgendwie der Punkt, an dem es heißt, neu laden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ganz abschmiert hier, das Thema. Jo, Spiel wieder beitreten, natürlich gerne. In der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Und dann kommt hier dieser, ja natürlich ist Kabel besser als WLAN. Aber sorry, mein Notebook ist heute am Kabel angebunden. Spiel, es lag also definitiv nicht daran. Aber dass dieser ausgerechnet jetzt dieser Hinweis kommt, ist natürlich schon fies, ne? So auf die Art, spielst du mit WLAN, ne? Du, nein, ich spiele heute mit Kabel. Weil ich wissen wollte, ob es daran liegen könnte. Aber daran liegt es nicht, ihr lieben Epic Games Entwickler. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr mitmachen. Überprüfe deine Karte. Runde 3. Kämpf! Noch 2 Minuten, bis ich dich da rausholen muss. 2 Minuten kann nicht sein, Ray. Du hast natürlich. Gleich geht's los. Nur noch 30 Sekunden. Hast natürlich die Phase verpasst, wo ich nicht im Spiel war. Und holst den Text jetzt nach, was ja auch sehr nett von dir ist. Weil du so schön auswendig gelernt hast. Ja, sammeln wir ein paar robuste Mechanikteile ein. Dazu zu sehen, hat echt Spaß gemacht. Ein paar Schrauben. Ich wollte eigentlich das Metall treffen. Jo. Ja, schade, ne? Denn jetzt ist hier Kampf 0 und was ja eigentlich nicht stimmt. Fertigkeitspunkte erhalten. Ach, wie schön. Ja, dann schauen wir mal, was es für eine Ruhe gibt. Das dürfte jetzt auch nicht viel werden. Ah ja, eine 4 gibt's. Das ist auch okay so. Und die Storm-Chest, die Sturmruhe habe ich dann leider nicht bekommen. Wegen den Performance-Updates, die echt Wahnsinns-Performance bringen, bloß eben nicht im Spiel, ne? Sondern auf dem Desktop. Boah, ich weiß nicht warum. So, ein paar Anhänger gab es. Es gab ein bisschen Gold, es gab ein bisschen Malachit und es gab Helden-EP. Und dann haben wir noch Auftrag abgeschlossen, gefahren im Nebel und das gibt Vorteilfix, derer 100. Sehr schön. Ja, schade. Eigentlich hätte ich euch gerne gezeigt, dass das Spiel super ist und ganz toll und viel Spaß macht und macht es auch. Aber diese Abstürze so während der Mission, die stören ein bisschen und nerven, ehrlich gesagt. Ich hoffe, Epic Games weiß das und ich hoffe, Epic Games tut da bald was gegen. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.